Hey ho, und auf geht's zum nächsten Abenteuer. Aber wirklich ein echtes Abenteuer. Warum? Das wird jetzt mal so ein ganz anderes Video. Habe ich noch nie gemacht, aber irgendwie, wenn ich den Impuls habe, dann mache ich es einfach mal. Egal. Wer mich ja verfolgt, hat ja mitbekommen, dass ich umgestiegen bin auf vegane Kost. Und das ziemlich abrupt. Also, ich habe das schon öfters mal probiert und bin kläglich gescheitert, auch mit vegetarisch. Warum? Was konnte ich nicht? Ich konnte nicht diesen Geschmack, diesen tollen Geschmack, den es immer da gibt, mit Fleisch, Gerichten und Fisch und so weiter, der war so stark. Der war zu stark und. Dann habe ich mir den Earthlings-Film angeschaut, von dem habe ich ja erzählt und seitdem ist es zu Ende. Ja, meine Katze sagt das auch. Das geht nicht mehr. Also ich kann gar nicht mehr. Ich habe auch diesen Geschmack nicht mehr. Das ist so krass. Also wenn du diesen Film angeschaut hast, dann kannst du das sicherlich schaffen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie Fleisch sehe oder Wurst oder dann würgt es mich fast und ich sehe diese geschundenen, schrecklichen Bilder vor mir. Das taucht dann immer ein. Also so kann ich das benutzen, sozusagen, um ja, das zu tun, was notwendig ist, nämlich aufhören. Und ich habe ein cooles Buch, Vegan für Einsteiger, gefunden. Das habe ich schon lange gefunden, von Rüdiger Dalt. Ich finde das total schön und süß, weil das ist nur so klein. Und mir hat das früher auch immer nie geschmeckt. Ich fand das gruselig, was ich gekauft habe. Habe ich mir gedacht, wie kann die Leute das essen? Das schmeckt nicht. Und dann habe ich aber diese Rezepturen gefunden und dann habe ich gedacht, oh, das schmeckt ja total gut. Und wow, was passiert denn noch? Ich habe vielleicht ein Drittel von dem noch gegessen, was ich früher sonst immer auf dem Teller hatte. Also voll erstaunlich und viel weniger gegessen, viel weniger Essen verbraucht. Ja, muss viel weniger verdauen. Mein Körper ist entlastet, aber ich habe keinen Hunger. So wie früher, zwischendurch und so, ne? Also, und jetzt starte ich mal das Experiment mit dem pikanten Leberwurstaufstrich. Genau. Voll vegan, kannst du dann diese Rezeptur ist für 2 Schraubgläser à 200 Gramm. Es dürfte 20 Minuten Zubereitung dauern. Dann schauen wir mal. Also ich mache das jetzt einfach so, wie es da steht, habe aber nichts Besonderes vorbereitet, war jetzt einfach nur gerade beim Einkaufen. Und dann fangen wir einfach mal an, mal schauen, wie es weitergeht und vor allem, wie es dann schmeckt. Also bis jetzt hat mir alles geschmeckt aus diesem Büchlein, das finde ich toll. Und ich mag eben pikante Aufstriche. Und die waren halt bis jetzt einfach, ja, pikant durch Wurst und Fleisch und so halt, ne? So was du dein Leben lang vielleicht gekannt hast. Okay, dann sind wir mal guter Dinge, dass wir das schaffen. Das ist jetzt auch spannend. Wie kann ich dieses Video hier drehen in meiner Küche? Und oh, da merke ich gerade, ich habe keine Riesenkamera, aber macht nichts. Wir lassen uns nicht davon abhalten, wir lassen uns von nichts abhalten. Geht nicht, gibt's nicht. Okay, ich stelle das mal jetzt hier einfach mal so hin. Und dann ist ja hier der Zubereitungstisch. Und dann schaue ich mal, was haben wir gebraucht? Wir brauchen Petersilie. Aha. Einen halben Bund glatte Petersilie. Das ist die hier. Wusstest du den Unterschied zwischen glatter? Ich wusste gar nicht so sehr, was glatte Petersilie jetzt eigentlich ist. Dann habe ich gefragt. Dann ist mir gesagt worden, das ist die, die halt hier diese glatten Blätter hat. Und dann gibt es ja die, die so ganz total gekräuselt ist. Also der hat mir dann den Unterschied gezeigt, der Verkäufer im Bioladen. Und jetzt weiß ich, das ist also glatte Petersilie. Wieder was gelernt. Und ich brauche davon einen halben Bund. Dann mache ich gleich mal einen halben raus. Wenn er will, wenn er rauskommen will, dann mache ich einen halben daraus. Hier habe ich einen halben Bund. Okay, den anderen tue ich mal auf die Seite.
Und Koriander. Wir haben Koriander. So, wie sieht der jetzt aus? Irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich habe gar nicht gewusst, wie Koriander aussieht. Ich finde irgendwie ziemlich gleich, oder? Da habe ich gedacht, ich rieche mal dran. Aber irgendwie, dann habe ich gedacht, der riecht irgendwie noch gar nichts oder so. Aber es sieht aus wie Petersilie. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe ein Blatt abgezogen, habe probiert. Und da wusste ich, das ist Koriander auf jeden Fall. Und dann nehme ich da auch einen halben Bund mal raus. Also jeweils einen halben Bund Koriander und einen halben Bund glatte Petersilie. Das ist ja schon mal ein Ding, wie du das auseinanderkriegst, ist ja auch witzig. Die sind ganz schön, oh, ganz schön ineinander verhakt. Wie wir sehen, habe ich noch nie so viel mit Koriander zu tun gehabt. Oh, voll lustig. Okay, aber ich habe es geschafft. Mal schauen, wie ich das Chaos da hier wegkriege. Den anderen Koriander auch jetzt mal hier rüber. Okay, da habe ich halbes Koriander. Okay. Ich schaffe das schon. Nur nicht aufgeben. Okay, der ist jetzt hier auch im Buch gelandet. Was haben wir noch? Eine Zwiebel. Oh, das brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Da, Zwiebel. Ich stehe auf rote Zwiebeln. Warum? Die sind milder. Ich mag die anderen nicht so, aber das kann natürlich jeder halten, wie er will. Okay, die andere brauche ich jetzt nicht. So. 3 Esslöffel Margarine. Wo ist die Margarine? Die habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ah, die ist versteckt. Ich habe hier vegane Margarine. Ganz was Tolles, der Vegan-Block. Super, da ist nämlich kein Palmöl drin. Ich muss mich jetzt hier so runterbeugen, weil es hier so steht. Also auch was Tolles. Ich habe eigentlich sonst immer Alsan genommen. Wieder. Jetzt ein bisschen zerbeult. Kennst du bestimmt, Alsan. Allerdings habe ich dann mal nachgeforscht im Internet. Dann habe ich gesehen, oh, da ist dieses Palmfett drin, was ja ungünstig ist. Dafür wird ja ziemlich viel Wald gerodet, was ja nicht unbedingt sein muss. Und da gibt es dann irgendwie so eine Zertifizierung, aber die Zertifizierung, RSP, glaube ich, heißt die, ist auch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei, was ich alles gelesen habe. Aber das hier ist toll, da ist kein Palmfett drin. So, da ist drin Shea-Butter, Kokosnuss, Papeseed und Almond. Also. Gut. Was haben wir noch? Ein Teelöffel getrockneten Majoran. Okay, den habe ich hier auch. Eine Dose Kidneybohnen. Wir kaufen natürlich keine Dose, sondern wir kaufen natürlich nur Glas. Ganz logisch, ich kaufe keine Dosen mehr, wenn es nicht unbedingt sein muss. Dann haben wir 150 Gramm Räuchertofu. Ich habe jetzt einfach mal diesen klassischen hier gekauft. Da sind 200 Gramm drin. Gut. Habe ich auch. Salz habe ich auch. Himalaya-Salz. Schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Wo ist der Mühlenpfeffer? Den habe ich selbst gemahlen. Da ist wenig drin. Das heißt, ich brauche 9. Habe auch schon wieder 9 gekauft. Auch Bio. Und ich, meine Mühle ist hinübergegangen. Da musst du dir irgendwie anders helfen. Da habe ich jetzt einfach ein tolles Holzteil wie so ein Stöfchen, ne, aus Holz. Und dann male ich den einfach selber. Ganz locker und easy. Muss natürlich einfach zu helfen wissen, ne? Wenn irgendwas ist oder rausgeht oder keine Ahnung, dann machen wir das so. Und der ist ja auch frischer, geht es ja nicht sozusagen. Da hast du hier den schönen Pfeffer. Riecht auch schon super. Und Kügelchen und so. Dann kann ich den hier einfach zerkleinern. Muss natürlich schauen, dass das irgendwie nicht rausploppt alles. Musst du die Hand drüber halten und dann mit dem Stöffel da, dem Stößel,
einfach so klein machen, wie du möchtest. Ja, und ich habe schon festgestellt, wenn ich ihn zu groß lasse, dann ist es mir teilweise zu scharf. Und zu klein mag ich es aber auch nicht. Anscheinend bin ich der Fan von Mittelstufe oder so. Muss ich auch erst irgendwie mal rauskriegen. Okay, dann machst du hier gleich, dann sparst du dir hier auch gleichzeitig das Fitnessstudio. Ich versuche es dann auch mal mit links, damit ich nicht so einseitig werde. Das ist dann immer spannend. Und merke gleich, wie schnell links ermüdet, ne? Und deswegen ist es ja ganz gut. Also wenn wir immer so die Seiten abwechseln, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dann gleichen wir auch unser Gehirn aus, ne? Dann sind wir nicht so einseitig, sondern es trifft sich dann alles in der Mitte, was wir ja im Leben auch ganz gerne wollen. So. Sieht schon ein bisschen anders aus. Ist mir immer noch zu groß. Riecht natürlich schon hervorragend. So, was haben wir noch? Schwarzer Pfeffer aus der Mühle, einen halben Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Kreuzkümmelpulver? Aha. Habe ich hier auch Kumin genannt. Sehe ich jetzt gerade. Okay. Gut. Das ist dann ein halber Teelöffel. Den holen wir dann raus, wenn es soweit ist. Zuerst mal die Kräuter waschen, trockenschütteln. Das kann ich auch noch. Das schaffe ich. Die Kräuter zu waschen. Aha. Mache ich. Kräuter waschen natürlich nicht unter normalem Wasser, sondern unter energetisiertem Wasser. Wäre eine gute Angelegenheit, sagen wir mal so. Und abtropfen lassen und beiseite legen. Habe ich geschafft. Okay, wie geht es jetzt weiter? Also abzupfen. Ah, abzupfen. Ja, ich sehe schon, das wird hier eine nasse Angelegenheit. Habe jetzt nicht hier so eine große Fläche. Aber ich mache das jetzt mal so, damit das alles hier nicht so nass wird. Abzupfen, das heißt, ich muss das jetzt irgendwo reintun, oder wie? Ja, ich sollte das doch irgendwo reintun. Okay, also ich hole mir mal eine Schüssel und dann zupfe ich das mal da rein alles. Aha. Ich sehe schon, das könnte eine meditative Angelegenheit werden, weil das geht gar nicht so schnell und ich habe das auch noch nie so oft gemacht, von daher, okay. Und in meinem neuen Programm, in meinem neuen iPhone, das ich da habe, habe ich gemerkt, oh weh, es gibt keinen Pausenschalter hier für die Videos. Das finde ich echt eklig. Nicht richtig, warum? Weil jetzt hätte ich normalerweise im alten Handy Samsung hätte ich jetzt einfach auf Pause gedrückt. Und ich habe schon nachgeguckt, da gibt es irgendwie so Programme und so. Das war mir zu kompliziert. Ich verstehe nicht, wie
Apple das machen konnte, da habe ich wirklich keine Ahnung. Da sind das so hochqualifizierte Leute, die irgendwie, keine Ahnung, die größten technischen Sachen herstellen und dann sowas. Kein Pausenknopf, echt jetzt. Und jetzt müsst ihr leider hier so lange verweilen oder mit mir es gleichzeitig machen. Das ist ja dann irgendwie auch schön, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr das jetzt auch mit mir zusammen macht. Da freue ich mich ja irgendwie. Und die Stille hat ja auch noch niemand geschadet. Sondern ganz im Gegenteil. Wie ich bemerke, bleiben diese Plättchen irgendwie ganz gerne überall kleben, wenn die so nass sind. Aber ich habe bis jetzt nie so viel mit so Kräuterchen gemacht, eher immer so getrocknete Sachen. Das ist dann eine ganz neue Erfahrung und ganz spannend. Und ich glaube auch, soweit ich das jetzt irgendwie mitbekommen habe, dass diese frischen Kräuter und überhaupt doch wirklich immens anders schmecken werden. Das ganze Gericht kriegt einen wahnsinnigen Aufschwung, finde ich. Das schmeckt einfach frischer und anders einfach. Also für meinen Gaumen sehr, sehr gut. Und das ist schon ein Unterschied dann. Jetzt verstehe ich auch, wie so viele Menschen von Kräutern, von Kräuterzüchten und so weiter so begeistert sind. Kann ich nachvollziehen und verstehen. Irgendwie ist es schon auch was Tolles, was die Mutter Erde hier irgendwie uns alles bietet. Ne? Es gibt ja wirklich alles. Also hier ist alles für uns aufgetischt sozusagen. Die Frage ist, was wir damit machen mit diesen reichhaltigen Geschenken. Würdigen wir sie? Bedanken wir uns dafür, für diese tollen Pflanzen, für unsere Begleiter, Tiere. Oder was haben wir da fälschlicherweise vielleicht draus gemacht? Es ist auch sehr schön, was jetzt da irgendwie für so ein intensiver Geruch hier hochsteigt zu meiner Nase. Das ist ganz schön. Ich habe früher nie irgendwie mit Koriander gekocht. Du? Also gut, du kriegst es halt so, wenn du zum thailändischen Essen gehst oder vietnamesisch oder chinesisch. Ich glaube, da wird ja viel. Also die Vietnamesen, weiß ich, kochen viel mit Koriander. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das mit dem Tempo von 20 Minuten so hinkommt, wenn mein Tempo hier so bleibt. So wie es im Buch drin steht. Aber macht nichts. Hauptsache, ich habe das einfach jetzt mal gemacht. Nicht wahr? Auf das Tun kommt es an und nicht auf das Ausreden erfinden, warum ich es besser nicht machen sollte. So, das schon mal wegzutun hier.
Huch, da sind so ganz dünne Fäden drin. Siehst du das? Boah, ich habe zuerst gedacht, das ist ein Haar. Das ist ganz dünner Faden, der da drin ist. Normal in diesen ganzen Rezepten, Videos, die ich mir immer so angucke manchmal. Da ist ja da schon meistens alles ganz fertig und muss nur benutzt werden. Aber wieso soll ich es machen, wie alle machen? Ich meine, so fangen wir alle an. Why not? So, jetzt habe ich alles. Gut, davon ist jetzt so viel übrig geblieben. Wie es hier weitergeht. Die Kräuter waschen, trocken schütteln, abzupfen und beiseite stellen. Das habe ich hier. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Zwiebel abziehen und fein würfeln. Ich glaube, das Messer ist nicht so ganz tauglich. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein anderes. Also wie du siehst, habe ich nicht so ein tolles Werkzeug. Aber das macht nichts. Davon lasse ich mich ja nicht im Mindesten abhalten. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und daran wird sicherlich nicht scheitern. Mal schauen, ob ich das gebacken kriege mit diesen feinen Feinhackdings da. Ups. Wahrscheinlich die Spezialköche werden jetzt den Kopf schütteln. Bei meiner Schnimmelei. Aber wisst ihr was? Das ist mir völlig schnurze. Sollte ich deswegen es etwa nicht machen? Nee. Also jeder hat irgendwie noch die Zwiebel klein gekriegt. Irgendwie. Es gibt ja so, ach ich weiß noch, meine Mutter hatte mal so ein Plastikding, wo die Zwiebel so runtergeht und so klack, klack, klack gemacht wird. Kannst du dich erinnern? Kann ich mich noch erinnern. Alles aus Plastik, ja. Das geht wahrscheinlich schon sehr viel schneller mit diesen anderen Materialien oder mit den vielleicht besseren Messern, aber wieso muss eigentlich immer alles so schnell gehen? Das ist auch so eine Sache, finde ich, die wir uns so angeeignet haben. Und das Leben zeigt uns doch oft genug, dass wir jetzt mal anhalten sollten, oder nicht? Naja, du kennst ja meine Videos und meinen Lebensreiseführer-Blog. Und da sprechen wir ja hauptsächlich über das Leben. Und Essen und Ernährung gehört ja eben auch dazu. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, der auch irgendwie es versucht zu verändern, sein Essensverhalten, aber irgendwie vielleicht da Hilfe braucht. Oder die ein oder andere, ja, Idee
jetzt da doch so ein Messer genommen. Okay. Also hier bei dieser Art des Kochens, wenn es nicht so super schnell und perfekt gehen muss, können wir uns üben in dem Zen-Gedanken. Weißt du, was es im Zen eigentlich heißt? Der Zen-Gedanke ist ja, also das Leben ist einfach, ne? Und das heißt, die ersten Übungen sind ja so, wie du Meditation lernen kannst. Habe ich in einem anderen Video auch schon mal erzählt. Zum Beispiel, die erste Lektion könnte sein, keine Spülmaschine mehr zu verwenden. Hast du mein Video darüber schon gesehen? Das habe ich doch damals vor Jahren tatsächlich gemacht. Ich habe meine Spülmaschine verkauft. Oh Gott, und weißt du warum? Weil ich habe das total gehasst, abzuspülen. Und da hieß es, wenn du anfängst, das zu lieben und einfach nur das zu tun, was du zu tun hast, ohne dass du es beurteilst, dann wird dein Kopf sich ausschalten und dann kannst du nebenbei meditieren, egal was du tust. Habe ich dann gemacht, hat funktioniert. Ich habe bis heute keine mehr gekauft und habe jetzt seitdem keine Aggression mehr mit Abspülen, sondern meditiere nebenbei und sehe es nicht mehr als notwendiges Übel, sondern als das, was es zu tun gilt, sonst nichts. Und schwupp. Und das können wir ja ausweiten. Ach so, ja, ich habe dann auch einen ganz leeren Kopf gekriegt. Und das war super. Es war total entspannend für mich, die reinste Meditation. Und habe es fortan tatsächlich geliebt und dankbar angenommen, weil plötzlich, wenn ich dann nicht gedacht habe und vorher dachte ich, ich hätte irgendwelche Probleme zu lösen oder sowas, oder was tue ich da, oder oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung, irgendwas. Dann hatte ich plötzlich, dann war alles leer, dann war mein Kopf leer und dann konnte ich auf einmal, als die Leere da war und er war eine Weile leer, weil es hat ja dann ein bisschen gedauert mit dem Abspülen, auf einmal hatte ich Ideen, aber über die habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Das ist irgendwie so voll spannend dann gewesen, dass ich dann da super Einfälle hatte, die mir vorher, da habe ich mir vorher den Kopf zerbrochen und hatte Kopfschmerzen und gedacht, oh Gott, ja, ich finde keine Lösung. Und dann plötzlich war die Lösung da und zwar viel besser, als ich sie mir jemals hätte irgendwie zusammenreimen können. Ja. Das ist dann die tolle Geschichte. Und das kannst du bei allem machen, auch beim Zwiebelschneiden zum Beispiel. Das ist dieses Ruhen im Tun. Und das ist ja irgendwie völlig abhanden gekommen. Warum? Weil ja alles immer so schnell gehen muss. Ne? Alles muss schon vorgestern passiert sein. Also völlig aus dem Jetzt raus. Und das Leben findet einfach nur jetzt statt. Es gibt keinen anderen Ort. Und deswegen hampeln wir hier so in dieser Gegend oft rum, weil wir nicht mehr zentriert sind in unserer Mitte. Viele Menschen haben ihren Fokus verloren, das heißt aber eigentlich nur, dass sie sich selbst verloren haben. Weil sie schon mit den Gedanken bei tausend anderen Sachen sind und dann einfach nicht mehr im Jetzt sein können. Ne? Aber im Moment weiß ich einfach nur, dass ich diese Zwiebel schneide. Und das ist Zeit.
Weil wenn du nämlich ganz zentriert bist, dann vergeht die Zeit nämlich gar nicht. Du bist dann in diesem Raum der Zeitlosigkeit. Das finde ich eine tolle Angelegenheit. Da ist das Leben völlig anders, finde ich. Hast du das auch mal schon kennengelernt oder weißt du, was ich meine? Voll spannend. Und da macht das Leben so richtig Spaß. Das ist das echte Leben, nicht das, was uns irgendwie vorgegaukelt wurde. So, ich denke mal, das könnte jetzt klein genug sein. Ja, okay. Ganz klein gewürfelt. Ach so, ich habe jetzt die ganze hier noch gar nicht gemacht, sehe ich gerade. Erstmal muss ich den Müll hier wegtun. Also auf kleinstem Raum sich zu organisieren, ist eine gute Sache. Okay, für meine Begriffe glaube ich, reicht das für mich. Ich habe die Idee, dass das so reicht. Genau. Mhm. So, die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Habe ich gemacht. Ein Esslöffel Margarine in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin unter Rühren glasig dünsten. Aha. Majoran untermischen und kurz mitdünsten. Gut, dann muss ich jetzt hier mal die ganzen Sachen, die ich hier auch noch hatte, weg. Jetzt kommt also der Ofen zum Tragen. Ich habe jetzt hier so ein ganz normales Öfelchen. Nein, keine Induktion. Macht nichts. Also was haben Sie gesagt? Nochmal zurück. Ein Esslöffel Margarine. So, nehme ich mal die, die ich noch hier habe, die restliche. Ein Esslöffel Margarine. Ist das ein Esslöffel? Ja, vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr dazu tun. Ich glaube, das ist noch kein ganzer Esslöffel gewesen. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Nee, das war ja das Messer für die Zwiebel. Oh Gott, was du alles achten musst. So. Okay, dann haben wir jetzt das hier. Und die müssen wir dann natürlich wegtun, die Zwiebel. Sonst ist der ganze vegane Block voller Zwiebel gehoben. Nehme ich mal an. Oder ist das anders als bei der normalen Butter? Also bei der Butter ist das eine Katastrophe auf jeden Fall. Bei den anderen, seht ihr, kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber wenn du dich auskennst, kannst du ja gerne was posten. Okay, dann warten wir mal, bis das heiß ist. Ein Esslöffel Margarine in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin unterrühren, glasig dünsten. Aha, während das hier erhitzt wird. Muss ich das jetzt verstehen? Also manchmal denke ich mir, Majoran untermischen und kurz mitdünsten.
Majoran war das nochmal? 3 Teelöffel getrockneter Majoran. Dann müsste ich das hier mal was rausholen. Mit 3 Teelöffel. Aha. Keine Teelöffel da. Super. Ich nehme einfach mal die hier dann. Okay. Wird hier jetzt schon ein bisschen heiß hier alles. So, da fange ich mal an, die hier zu dünsten, die Zwiebel. Glasig dünsten, also nicht anbrutzeln, sondern nur glasig dünsten. Da gibt es, glaube ich, eben diesen Unterschied. So viel habe ich schon mitbekommen. Ja nicht so lange dauern. Ich glaube, ich muss das wieder in einen Topf umfüllen oder so. In einen kleinen anderen, soweit ich das verstanden habe. Wenn nicht, dann kriege ich es auch noch mit. Okay, ich glaube, da muss man dann ganz schön stehen bleiben, damit das irgendwie nicht anbrutzelt oder so. Ich glaube, ich habe das vielleicht ein bisschen zu hoch gestellt. Das geht nämlich sehr schnell hier. Majoran untermischen. Ah ja, ich tue das mal kurz auf die Seite und dann den Majoran, das waren 3 Teelöffel getrocknet. Das mache ich mal hier. 1, 2, 3 mit Unterrühren. Mache ich jetzt. Kurz mitdünsten. Okay. Kurz mitdünsten. Verstehen die jetzt unter kurz? Naja, ich würde mal sagen, das ist schon kurz, ne? Weil jetzt werden die ja nicht langsam braun hier. Riecht auch schon ganz gut. Okay, das heißt, ich gebe die jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, in ein extra Teil hier. So, das sieht jetzt dann mal so aus hier. Riecht fein. Okay, dann ist das hier schon mal fertig. In einem Topf 2 Esslöffel Margarine schmelzen. Okay.
einen Topf. Ich tue das noch einfach da drauf, weil das ist schon heiß genug. Zwei Esslöffel Margarine schmelzen. Vom Herd ziehen und abkühlen lassen. Genug hier. Die Kidneybohnen auf ein Sieb geben und abspülen. Ein Sieb. Okay, abspülen. Oh, das darf nicht anbrutzeln. Das brutzelt hier so stark. Oh Gott, oh Gott. Das darf nicht brutzeln. Das muss einfach so ein bisschen schmelzen. Ihr seht, oh Gott, alles gleichzeitig machen. Muss so Schraubzack sein. Ich wasche jetzt meinen Bohnen. Also die Butter kann jetzt nicht mehr, oder die Margarine kann jetzt nicht mehr anbrennen. Soll aber einfach flüssig sein. Zwei Esslöffel Margarine schmelzen, das ist hier. Vom Herd ziehen und abkühlen lassen. Die Kidneybohnen auf ein Sieb geben und abspülen ist hier geschehen. Einmal Kidneybohnen, einmal Sieb. Okay, und dann den Tofu würfeln. Aha, okay. Tofu, wo ist der Tofu? Ah, hier. Räuchertofu. Genau, aufmachen erstmal. Und denkt dran, wir brauchen nur 150 Gramm, das sind 200 Gramm. Schwupps. Hier haben wir den schönen Tofu hier. Braun, Räuchertofu. Jetzt brauche ich aber doch ein anderes Messer. Ich würde mal sagen, das sind 200. Das sind dann einfach hier. Wie klein muss ich den machen? Den Tofu würfeln. Okay, würfeln ist jetzt natürlich... Ich meine, das soll ja irgendwie ein Aufstrich werden. Dann würde ich mal sagen, nicht so groß, ne? Hätten sie auch dazu schreiben können irgendwie. Aber gut, natürlich müssen wir auch ein bisschen mitdenken. Verstehe ich auch. Wir müssen auch eh schon so viel denken. So, dann haben wir hier. Ach so, nee, ich glaube, der wird noch zu groß. Ich schneide den nochmal so quer hier durch. Ich glaube, das kommt besser. Genau, weil der ist noch so riesengroß, sehe ich hier gleich mal. Das sind irgendwie keine kleinen Würfel. Deswegen nochmal in der Mitte durch. So. Na, jetzt sind sie schon kleiner. Und da bemerke ich natürlich, dass es schon bestimmt toll ist, so tolle, scharfe Küchenmesser zu haben. Die habe ich nicht. Aber deshalb werden wir uns doch nicht ablenken lassen. Es braucht vielleicht ein bisschen länger. Und hurra, meine Finger sind heil. Ich habe nämlich einen heiden Respekt vor diesen krassen, scharfen Messern. Das ist nicht so meine Welt. Ich meine, die tun es doch auch, oder? Ich meine, wie haben denn unsere Großeltern das früher gemacht, ne? Und was für ein Geschiss machen wir mit dem Zeug? Dabei tun es ganz einfache Sachen, glaube ich auch, ne? So.
Sieht doch jetzt schon mal ganz klein aus hier. Okay. So, Tofu klein gehackt. Tofu-Würfel. Die Bohnen, den Tofu und das Zwiebelgemisch in ein hohes Gefäß geben und mit dem Stabmixer fein pürieren. Jetzt wird es wieder lustig. Ich habe keinen Stabmixer. Wie du siehst, bin ich nicht bewandert in diesen Dingen. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Das mache ich also jetzt. Ich brauche kein hohes Gefäß, weil ich habe ja keinen Stabmixer, ne? Also hohes Gefäß eigentlich ja nur, weil das dann so hoch kommt. Das heißt, ich kann ein anderes einfach auch nehmen. Und ich nehme jetzt einfach mal eine ganz normale Schüssel. Das muss jetzt also irgendwie püriert werden, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe keinen Pürierstab. Das macht nichts. Die Bohnen da reingeben. Also einmal hier so rein. Den Tofu, also Tofu da rein. Okay. Boah, das wird aber echt viel pikanter Leberwurst auf Strich à la vegan. Ich das sehe, da esse ich wahrscheinlich ein Jahr daran oder so. Okay. So, das ist dann hier. Die Bohnen, den Tofu und das Zwiebelgemisch. Also ich nehme jetzt mal an, das Zwiebelgemisch vom Anfang hier. Ich habe ja sonst keine Ahnung. Dazu geben. Oh, ich bin jetzt ganz froh, dass ich die Sachen klein geschnitten habe. Ehrlich gesagt. Tofu mit dem Stabmixer fein pürieren. Dabei die flüssige Margarine nach und nach zugeben. Anschließend kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Also wie kriege ich jetzt dieses Gemisch hier fein, ohne dass ich einen Stabmixer habe? Naja, ich habe was anderes Tolles. Das hat mir bis jetzt auch immer geholfen. Mehr brauche ich nicht. Stabmixer braucht sowieso einfach eines, wieder Strom. Ich nehme mal das da. Kennst du das? So ein Stampfding da. Mal gucken, was es wird. Und los geht's. Wieder, ich spare mir auf jeden Fall ein Fitnessstudio. Und das ist ja eine tolle Angelegenheit, so ein Stampfding. Das ist, glaube ich, normalerweise nur für... Ups! Für Kartoffelstampf und so, ne? Kennst du das? Früher war das, glaube ich, aus Metall oder so, ne? Gab es das auch. Mhm. Ja, riecht schon mal ganz gut. Und kostet Kraft. Okay, mein Kreislauf wird angeregt, mir wird heiß. Super. Wäre auch gut, wenn dieses Ding jemand halten könnte, aber da ist jetzt niemand. Die Katze will auch nicht. Die hat sich schon vom Acker gemacht. Also, oh. Jetzt halte ich es mal fest an der Seite und mache das mal nur mit rechts hier. Und ja, es ist schön und anstrengend und macht auch Spaß zuzusehen, wie ich jetzt meine Energie brauche und nicht den Stecker in die Steckdose. Finde ich auch gut. Mein ganzes Gewicht da drauf legen, das funktioniert gut. Okay. Das ist noch besser, wenn ich mit meinem eigenen Körpergewicht arbeite. Sehr gut.
so, ich muss ja irgendwie, da war doch noch was. Ab und zu dieses warme Fett darüber geben. Rein. Dabei die flüssige Margarine nach und nach zugeben. Okay. Nach und nach zugeben. Dann tun wir jetzt noch zugeben. Ja, das geht dann leichter, stelle ich fest. Aha. Und es ist jetzt schon, ich finde es gut, klein gematscht. Guck mal. Super, klappt also. Jetzt ist also das erste Anstrengende ist jetzt vorbei, weil es jetzt schon ziemlich klein gematscht ist. Jetzt geht das alles schon viel leichter. Und die Zugabe der warmen Margarine hat es auch leichter gemacht, stelle ich fest. Okay. Dann noch den Rest. Schmeckt gut. Ich mache hier noch ein bisschen weiter, bis ich das Gefühl habe, ja, okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das aussieht, wenn es ein Stabpüree remixt, aber ist ja auch egal. Es sind die gleichen Zutaten. Könnte sein, dass es halt einfach noch viel feiner ist oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie für die Energie des Essens auch so anders ist, wenn das jetzt so schnell durchgequetscht wird oder hier vorsichtig irgendwie. Also, ist nur so eine Idee. Jetzt geht es schon sehr leicht. Brauche ich jetzt gar nicht mehr viel machen. Jetzt probiere ich das auch mal wieder mit links, damit ich wieder beide Seiten habe. Naja, also kannst du halt einfach, wenn du das Gefühl hast, das reicht jetzt, du halt auf. Gut, zugegeben, es dauert jetzt ein bisschen länger, was soll's. Wir haben ja Zeit. Wir leben im Jetzt und im Jetzt gibt es einfach nur das, was wir tun, sonst nichts. Da läuft auch nichts davon. Okay. Sieht es so aus? Gibt auch immer so ein schönes Muster irgendwie, wenn das da durchgeht. Voll witzig. Wie so eine Blume. Ich glaube, das reicht jetzt schon mal so. Ich habe das Gefühl, es geht durch. Ja, ist auch schon sehr locker. Für mich reicht das jetzt. Kann ich dann so machen, wie ich das will? Kann jeder so machen, wie er will? Eigentlich bin ich nicht schon die ganze Zeit probieren, aber ich lasse es doch noch. Okay. Anschließend kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. So. Salz an die Sonne. Mach das hier auf meine Hand wegen den Reiskörnern, die ich da reingetan habe. Die werden nämlich hier ständig mit reingeschüttet, habe ich festgestellt. Und das mag ich nicht, weil es dann immer so hart ist, wenn ich da aufbeiße. So, wo sind jetzt die frischen Pfefferkörner? Ich mache sie noch mal ein bisschen kleiner. Mir sind sie immer noch ein bisschen zu groß.
Also hier diese Art von Kochen finde ich, also kann ich mir jetzt vorstellen, verbraucht mehr Kalorien, als wenn ich das mit Super-Hyper-Geräten machen würde. Also ich habe da auch noch was davon, wenn ich einfach auf die alte Weise einfach koche oder so. Das andere kann ja jeder. Und es ist auch eine neue Komfortzone. Und da bin ich ja nicht mehr. Ich schaue ja, dass immer wieder rauskommt aus Komfortzone, weil die halten uns nur vom Leben ab. So, jetzt habe ich es noch ein bisschen kleiner gemacht. Und jetzt ein bisschen rein. Ah, jetzt fehlt noch was, glaube ich. Das war jetzt Salz und Pfeffer. Aha, so. Was fehlt jetzt noch? Die Kräuter. Oh mein Gott! Die Kräuter und den Kümmel dazugeben und nochmals gut mixen. Die Kräuter und den Kümmel dazugeben. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie viel das war. Ein halber Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Der muss da auch noch rein. Ich probiere jetzt doch mal irgendwie wegen Salz und Pfeffer. Deswegen. Fühlt sich ganz gut an. Kräuter und den Kümmel dazu. Was wird jetzt gesagt? Halber Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Halber Teelöffel. Ich brauche wieder einen neuen frischen Teelöffel. Ein halber Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Zip. Okay. Und was noch? Die Kräuter, mein Gott, das Wichtigste. Aber ich mache erst noch mal jetzt durchrühren, habe ich das Gefühl, wenn Kreuzkümmelpulver drin ist. Noch mal durchrühren. Und jetzt gebe ich die Kräuter rein zum Schluss. Was würde bedeuten, wo habe ich jetzt hin? Ah ja, wer sucht, der findet. Also ich habe die ja jetzt abgezupft, aber die bleiben jetzt so groß oder wie? Okay, dann eben so groß da rein. Die ganz großen mache ich noch ein bisschen kleiner. Boah, das ist ganz schön viel an Kräutern. Das merke ich gerade. Boah. So, jetzt werde ich das nochmal. Es hieße jetzt nochmal mit dem Mixer durchgehen. Gut mixen. Also da stand jetzt nochmal was von gut mixen. Ich habe ja keinen Mixer. Deswegen mixe ich einfach so wieder. Und das bleibt jetzt hauptsächlich alles ganz groß hier. Jetzt kann ich auch die anderen kleinen irgendwie nochmal hier reintun. Dann wird das ja auch so zerkleinert von mir sozusagen per Hand. Reicht eigentlich vollständig, finde ich. Habe jetzt auch jetzt nur die Möglichkeit, dann nehme ich die. So. Also wenn ich jetzt nochmal stampfe, würde das wahrscheinlich nichts bringen mit dem Teil, aber ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal.
Weiß nicht, wie das jetzt ist mit diesen Kräutern, wenn ich jetzt mit diesem Teil da stampfe. Ob das was bewirkt. Und vor allen Dingen, was bewirkt es, wenn ich die Kräuter jetzt so da durchziehe. Was passiert dann? Das habe ich noch nie gemacht, deswegen muss ich es jetzt einfach auch mal ausprobieren, um die Erfahrung zu machen. Ah ja, es hält alles sehr stark zusammen, diese Kräuter. Das geht nicht mehr so leicht durch, ne? Weil die ja auch relativ groß sind. Ja, doch, es vermischt sich doch ein bisschen anders. Genau, also ist klar, die verstopfen eher diese kleinen Löcher hier. Ah ja, verstopft. Die lassen sich nicht so leicht zerdetschen, sehe ich gerade. Okay. Macht nichts, dann lasse ich es einfach so, wie es ist. Auch egal. Prima. Also das Ganze ist jetzt einfach schon fertig. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon gebraucht haben. Wahrscheinlich ein bisschen länger als 20 Minuten. Aber das kann ja jeder so halten, wie er will. Prima. Super, ich freue mich, dass ich das geschafft habe. Meinen ersten pikanten Leberwurstaufstrich. Er sieht so aus. Ich muss jetzt gleich mal probieren. Supi. Pikant. Würzig. Nichts zu viel, nicht zu wenig. Toll. Und pikant, das war mir wichtig. Ja, Ziel erreicht. Das wird jetzt noch in, steht da auch drittens, den Leberwurstaufschnitt vegan in sterilisierte Schraubgläser füllen und gut verschließen. Das mache ich jetzt noch. Ja, und freue mich, wenn es euch gefallen hat. Mein erstes Ernährungsvideo. Oder Kochstudio-Video, keine Ahnung. Egal, wie du es nennst. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Fertig. Und schmeckt wirklich gut. Freue mich auch schon drauf, es zu genießen. Alles Liebe. Bis zum eventuell nächsten Kochstudio. Ich habe hier auch schon was Neues. Tofu-Aufstrich mit Tomaten und Chili. Oh, oh. Vielleicht hat es euch was gebracht. Vielleicht hat es auch gefallen. Würde mich freuen. Und hinterlasst einfach eure Kommentare, wenn ihr es nachgemacht habt und wie es euch geschmeckt hat oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also die Sache ist einfach die, okay, du hast jetzt vielleicht nicht die Gerätschaften, ja und? Ja, das ist immer so im Leben, dass wir einfach vielleicht Dinge nicht haben und dann brauchen wir neue Möglichkeiten. Ja? Also lebst du im Land der Möglichkeiten, hast du eine Fülle an ja, Möglichkeiten. Und du kannst einfach wählen, was du willst. Ne? Das ist immer die freie Wahl. Also in dem Sinne, alles Liebe und guten Appetit. Tschüss.